Ich bin Farid Bang, 28 Jahre und ich mache gerne Sandwich ohne Brot. Ich bin Benny, 29 und eine alte Butterbirne. Ich bin Gabriel, bin 20 Jahre alt und mein Hobby ist es, Zigaretten an Tanksäulen zu rauchen. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, eurem Lieblingsmusikformat hier auf YouTube. Heute zu meiner Linken, der Wildcarder, Gabriel! Zu meiner Rechten, Farid Bang. Farid, zu dir komme ich gleich. Erstmal unseren Wildcarder begrüßen. Gabriel, was hast du gemacht, um hier stehen zu dürfen? Ich habe einen Kommentar verfasst mit meinem Lieblingssong und warum ich überhaupt hier hin will. Farid, du bist ein Superstar. Du bist ein Rapstar, du bist ein Mogul, du bist ein Unternehmer, du bist ein Mensch, auch aus dem Volke. Was treibt dich heute hier zu uns ins Studio? Also ich will hier beweisen, dass ich gute Ohren habe. Dass du schnell klatschen kannst. Genau, dass ich schnell zuschlage, sobald ich was höre. Und einfach meine Reflexe, ob die denn noch so da sind. Ist auch ein kleines Training heute hier. Wir werden heute unsere Reflexe trainieren. Vielleicht. Meine ich auch, oder? Oder Gabriel? Lügen wir? Nee. Ich glaube nicht, dass wir lügen. Nee. Okay, Song Nummer 1. Lieber ist leer, die Stühle sind schon lange hochgestellt. Ich weiß es. Mit dir war bestimmt der längste Tanz der Welt. Andrea Berg. Der längste Tanz der Welt? Andrea Berg. Denn morgen früh ist es noch hell. Kann ich falsch raten? Nee, du kriegst keine Minuspunkte. Du kannst raten, was du willst. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, Andrea Berg hast ja schon gesagt, da würde ich jetzt einfach Michelle, der längste Tanz der Welt oder so. Ich weiß nicht, was Gabriel. Gar keine Ahnung. Du hast mich tausendmal belogen, oder? Da bin ich raus. Farid, zeigst du gerne deine Gefühle? Ja, es kommt auf die Situation an, ne? Also, wenn du gute Laune hast, zeigst du auch, dass du gute Laune hast. Ja, natürlich. Gabriel, du hast auch was dabei, ein Geschenk habe ich gesehen unten. Ja. Taschenmesser. Das ist hier fast. Nee. Das sind Weingummis. Okay. Da gibt es eine riesige Weingummifiliale. Deswegen habe ich euch. Ihr habt also ein Rewe bei euch in Solingen. Vielen Dank dafür. Super klasse. Farid, isst du gerne Süßes? Du bist doch trainiert. Ich glaube, das ist ein No-Go, oder? Nee, ab und an, ne? Gummis sind immer bei mir lieber unterhalb des Bauchnabels anstatt oberhalb. Okay, ich setze ihn weg. Mach Mucke für alle Bankbetrüger. Du machst Mucke für die See you. Hasch, hasch. Wie tanzt man dazu? Mach mal so. Ich weiß es nicht. Einfach nur so wahrscheinlich zum Beat bewegen wahrscheinlich, ne? Das könnte man so sagen. Gabriel, hörst du Rap? Ja. Bist du ein Rap-Fan? Aber absolut. Das heißt, du kanntest Farid auch bevor er bei uns war? Ja. Also du bist ein Rap-Hörer? Ja. Welcher Interpret, welchen magst du am liebsten? Welcher wird gehört? Also eher Ami-Rap, sowas wie Eminem oder sowas. Ja. Aber der Eminem ist ja tot, ne? Das ist eine Verschwörungstheorie, die aber belegt worden ist, dass Eminem verstorben ist. Ach. Und es ist ein Double unterwegs. Ach. Also Freunde, seid vorsichtig. Rammstein Deutschland. Heute wollte ich einmal Rammstein Deutschland sagen. Ich bin nicht, wie sie mich gerne hätten, denn ich fick dir den. Beim ersten Treffen, wenn ich dann über den bin, ist es so, als wenn ich den Quavo Farid Bang. Gut, oder? Das ist super, der Hammer. Ja, siehst du, lieber Gabriel, hättest du mich gekannt? Hättest du gebuzzert, das war eben also eine Lüge von dir. Naja. Hättest du den zweiten Punkt geholt, junger Mann? Ich kaufe mir das Album. Ja, das sagen sie alle und dann sieht man die roten Zahlen. Heute Abend gehen wir wieder in die Disco. Scheißegal, ab ins Dispo. Bonne Ende. Wer ist der nochmal? Hier, Alm Klausi, Mama Lauda. Ja. Die Mutter von Niki Lauda. Mega der Song, oder? Der ist geil. Weiter geht's. Eminem Superman. Eminem Superman, ich hab gebuzzert. Ja, gut, Alter. Ich hab gebuzzert, ich leuchte. So. Oh. Yeah. Eminem Superman. Oh. Ganz gesehen. Oh, wow. Oder
Frage. Zweimal direkt vorne mit dabei. Zwei. Und schon bin ich in der Champions League hier bei euch beide. Rich, jetzt geht's ab. Frage 2, ich 2. Gabriel, du hast einen. Ja. J Balvin, Bad Bunny. No. 3, 2, 1. Boah, ich hab dieses Lied so oft gehört und ich... Ich weiß wie. Gabriel, weißt du nicht? Keine Ahnung. La Canción. Bisschen deine Stimmfarbe irgendwie, ne? So wie hättest auch du sein können, so ein bisschen. Finde ich schon, das passt. Schön, schön wär's. Das passt. Lauchgestalten neigen ihre Rollen. Kollege von Salatschrumpf der Bizeps? Featuring. Nein. Majo. Boah, der Name ist 2-2-2, hier wird's hier richtig eng. Jetzt wird's richtig eng. Young Juan Cabrio. Gibt's ja nicht. 3-2. Topform. Überholspur hier. Jetzt verliere ich wahrscheinlich. Ich habe noch nie einen Song. Das ist das erste Mal, dass ich einen Song von Young Horn höre. Ist das so? Wirklich. Ja, ich habe noch nie hast was von ihm gehört. Hast du extra dran vorbeigehört bis jetzt? Oder nee, ich war, bin nie so drauf aufmerksam geworden. Ich hätte ihn nicht erkannt. Krass. Nein. Tonight? Nein! Memories, Kid Cudi. Kid Cudi. Hä? David Guetta. Ja! Das ist genau der Soundtrack, wo wir früher feiern waren. Das war so beim Vortrinken, schön anmachen, das war's. Ich hatte eben angesprochen, dass Dennis und ich auch eine Karriere haben. Als Ballermann-Sänger, als Pop-Promille-Pop-Sänger. Ja. Migi, kannst du es vielleicht mal einspielen? Hast du es da? Unser Song? Wir singen. Geil. Fand ich das ballert, oder? 100%. Also das kann ich mir durchaus geben. Bei meinem nächsten Ballermann-Urlaub wird Rudi das Rüsselschwein. Das wird gehört. Gabriel, warst du schon mal in Table Dance-Schuppen? Nee. Farid, dich brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen. Nur aber wann ich da nicht war, ne? Kannst du uns einen Laden empfehlen in Düsseldorf? Solid Gold, immer wieder gern gesehener Stammgast. Mhm. Und mit dem Rabattcode FaridBank20 kriegt ihr da auch noch 5 Euro Ermäßigung und eine Cola freigetränkt. Also müssen wir mal zusammen hingehen. Es ist auf jeden Fall für mich extrem schwer, irgendwie erregt zu werden, wenn ich nicht vorher mindestens 30 Minuten einen Bademantel anhatte. Ich heiße auf die Neuen, willkommen im Quotentürken-Club. Sila Schein oder Schüttgrill vom Trödeltrupp. Hier ist für jeden Platz crazy. Echo Fresh, Quotentürke. Ich bin so schlecht. Echo ist einer, gehört zu den sympathischsten Menschen, die ich kenne. Also auf jeden Fall, Echo ist ein super Typ. Ist ein super korrekter Typ. Machst du auch bald einen Film, einen Kinofilm? Muss man mal schauen, ne? Das Problem bei den Filmen ist, dass die Leinwände, die sind meistens zu klein, um mich ganz da drauf zu kriegen. Das heißt, ich muss ja erstmal eine Diät machen. Salat essen. Ja, oder ein bisschen Salat essen hier. Der Gabriel weiß Bescheid. Ich glaube, ich habe 4 Punkte, kann das sein? Ich habe einen Matchball. Wenn ich jetzt richtig liege, dann bleibt die Ananas in meinem Besitz. Komm, Gabriel, häng dich rein. Ich versuch's. War so gut. Ich versuch's. I tell a nigga don't dick, but I don't dick. 6ix9ine, Guba. Ist das der neue Song von 6ix9ine? Bester Song von 6ix9ine. Mega, 6ix9ine ist super. Und wenn sie sagen, scheiß auf ihn, er hat einen Schaden. Du kannst dich alles fragen und ich zeig dir alle Karten. Du kannst dich auf mich verlassen, ich würde dich nie verlassen. Ja, ich verlasse dich, auch wenn dich alle hassen. Und ich würde mit dir alles teilen. Ich würde jetzt einfach mal tippen, Capital Bra, 110, featuring, also mit Samra und Lea. Ja. Oh, ich dachte, ich kann das kaufen. Soll ich euch sagen, wie ich drauf komme? Heute lief der Song beim Friseur. Und dann habe ich gefragt, wie heißt der Song? Applaus dafür. So,
Jetzt 4-4-3, also zwei Matchbälle. Ja. Gabriel, sieh da. Häng dich rein, Junge. Ich versuch's, yo. G-Eazy, him and I. Featuring Halsey. Nicht schlecht, ey. Das ist doch knapp, das, oder? Das ist aber das beste Lied, was es gibt. Hattet ihr schon mal eine Viererrunde? Ich hab schon, ja. So alle Vierer? Aber noch nie so cool Leute hier gewesen, wie wir heute hier. Ja, das wirst du wahrscheinlich schon niemals mehr haben, ne? Oder Gabriel? So zwei coole Leute wird er wahrscheinlich nicht mehr so schnell hier haben. Das stimmt, das krieg ich nicht mehr hin. Wer hat das gesungen? Nein! Der Name ist benannt nach einer Gangsterin, nach einer Verbrecherin. Der Handel. Nee, die. Bonnie Tyler? Zwei. I'm crazy like a fool. Bonnie M. Daddy Cool. Ja! Das war knapp. Das war gut. Der war gut. Verdient. Aber wir haben uns alle drei gut angestrengt, oder? Wir waren alle am Limit. Wir haben alles rausgeholt heute. Definitiv, Man kann heute beruhigt schlafen gehen. Freunde, wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier stehen an Gabriels Stelle, dann schreibt euren Lieblingssong in die Kommentare, euer Alter, eine tolle Begründung. Farid, es war toll mit dir hier. Dein Album kam ja vergangenen Freitag. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ganz schnell in drei Worten. Jung, brutal. Lass mich mal überlegen, was könnte das dritte sein? Schreibt in die Kommentare, was könnte das dritte sein? Gebt einen Daumen nach oben, hier ist jetzt die Endcard. Oberhalb von Farid befindet sich ein Video von Funk. Okay. Und hier unten befindet sich ein Video von uns. Ich würde sagen, wir drei gehen ins Autokino, habe ich gehört. Viele Herren macht heute Autokino in Düsseldorf, oder? Hast du Bock? Ja, lass doch da vorbeischauen, oder? Auf weltweit Wiedersehen und Farewell.